Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1 mit Geralt von Riva. Wir sind im Haus des Detektiven Raimund. Wir sind noch gar nicht auf den Namen eingegangen. Ist ein typischer alter Name. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Wie in letzter Folge wollten wir jetzt bis Mitternacht pennen und dann im Krankenhaus einen Besuch abstatten. Kurz in der Kloake oder vor der Kloake gucken, ob da vielleicht jemand wartet auf uns. Ich weiß es nicht. Und ja, Raimund, hör auf zu essen und lass mich pennen. Ja. Oh, ganz nah. Bis Mitternacht. 9 Stunden sind das. Haben wir Fähigkeit? Alchemie können wir auch mal gucken, ob wir da mal was machen könnten. Talent haben wir nicht. Alchemie. Bindekraut könnte man machen. Geisteröl. Katze. Katze wäre gar nicht so schlecht. Haben wir davon eigentlich noch einen? Nö. Wollen wir mal. Komm. Haben wir eine Katze gemacht? Mit den Alchemie wollte ich mich sowieso irgendwann noch mal auseinandersetzen. Ich glaube, das geht aber jetzt nicht, weil ich bin echt gespannt, was gleich im Krankenhaus passieren wird. Mitternacht. Spannung baut sich auf. Es ist dunkel geworden. Raimund pennt. Wir gehen aus. Meine Kehle ist trocken. Hinter jener Ecke, da bewegt sich was. Gott, wahrscheinlich wieder diese Ungeheuer. Ich glaube, wir müssen wirklich in der Kloake suchen, nicht davor. Oh, Leben. Wo laufe ich hin? Oh, jetzt bin ich mal, ich bin echt gespannt drauf. Ob Shani vielleicht anwesend ist? Der Lichteinfall ist auch echt merkwürdig. Ja. Auf geht's, endlich kommen wir einen Schritt weiter. Hat sich irgendwas schon aktualisiert? Er hat doch gerade geschrieben, oder? Oder macht er das immer? Egal. Bereit für die Autopsie? Fangen wir an. Erstmal Gestöhne, okay. Wo guckt die denn die ganze Zeit hin? Das ist eine Art Fluch. Der sieht aber auch was aus, ne? Zugehörigkeit Mensch, Geschlecht männlich, Verletzungen schwer. Schein, wow. Das ist hier kein Vorlesungssaal. Wie auch immer. Er starb gestern und wurde in Stücke gerissen. Gestern?
Okay, das ist ein Fehler. Das gestern stimmt nicht. Es ist ein Fehler. Ein Werwolf? Es ist Vollmond. Würde er sich dann nicht in einen Lykantropen verwandeln? Vermutlich. Geralt, ihr braucht mich nicht auf die Probe zu stellen. Ich bin ein Profi. Also weiter. Könnte ihm ein Mensch diese Verletzung zugefügt haben? Nur mit einem Kiefer von einer Elle Länge. Das Knochenmark wurde ausgesaugt. Müssen Aasfresser gewesen sein. Höchstwahrscheinlich. Es schleichen viele um den Friedhof herum. Also wurde er erst nach seinem Tod in Stücke gerissen. Mich interessiert die Todesursache. Ich sehe auch Stichwunden von einer 2 Finger breiten Klinge. Der Dolch eines Meuchlers. Boxfleischsmänner. Es wäre schön, wenn wir etwas Eindeutiges finden könnten. Irgendwelche Vorschläge? Untersuchen wir seine inneren Organe. Kann ich die anderen Sachen nicht nochmal durchgucken? Wo sollen wir anfangen? Seht euch das Herz an. Das Herz ist unberührt, aber die Aorta wurde von einem Dolch durchtrennt. Wäre das tödlich? Ja. Aorta ist die Lunge? Leber? Keine Ahnung. Lasst uns die Lungen untersuchen. Durchlöchert. Seltsam. Die Waffe hat kein wichtiges Organ verletzt. Wollt ihr damit sagen, die Verletzungen waren nicht die Todesursache? Wenn dem so wäre, würden wir Pneumothorax sehen. Kann man Pneumothorax überleben? Ja, jeder Chirurg könnte euch heilen. Schlimmstenfalls bleibt ein Pfeifen beim Atmen zurück. Sehen wir uns die Leber an. Starke Zirrhose, aber er sieht nicht wie ein Trinker aus. Gift? Ja, es verursachte auch Krämpfe, Lähmung und Herzstillstand. Das erklärt, weshalb die Leichenstarre so lange dauerte. Könnten Banditen so ein Gift beschaffen? Sie könnten es gekauft haben. Es gibt da unter ihnen einen zwielichtigen Kaufmann. Kalkstein handelt ebenfalls mit derlei Dingen. Normalerweise hinterlassen Gifte von Alchemisten Spuren. Sehen wir mal nach. Ist schwieriger, als es aussieht. Wie ihr seht, hat man die Zunge stümperhaft entfernt. Es wurde jedoch ein wenig schwarzes Gewebe übersehen. Schwarzes Gewebe? Ja, das Gift verursachte eine Nekrose der Zunge. Darum hat der Mörder sie entfernt. Also können wir davon ausgehen, dass der Mörder ein begabter Alchemist ist. Ein begabter Alchemist und ein stümperhafter Chirurg. Kalkstein. Er wollte den Banditen die Schuld in die Schuhe schieben, rechnete aber nicht mit einer professionellen Autopsie. Danke. Das ist der Beweis, den ich brauchte. Gut. Ich bin erschöpft. Wie, das war's? Ernsthaft? Quest abgeschlossen, Automedi. Also hätte ich das jetzt so lenken können mit meinen Fragen, das ist, meine Lunge. Das ist eine Art Fluch. Boxfleisch sein könnte. Also könnte es jeder von denen gewesen sein. Hätte ich vorher gefragt, ob das die Boxfleischmänner waren und so, wären wir da auf eine Antwort dann vielleicht gekommen? Also so wie wir die jetzt erhalten haben. Ich bin mit dieser Autopsie bin ich überhaupt gar nicht zufrieden. Muss ich ehrlich gestehen. Puh. Jetzt muss ich erstmal ein Bad nehmen. Lebt wohl, Geralt. Oh, du, ich wollte auch ein Bad. Ein oder zwei Bäder kann man auch wohl gebrauchen. So, also, sprich, wir müssen
Kalkstein, Boxfleisch, Vincent und Beweise finde. Ist der Auto erklärt viele Dinge. Ich bin jetzt ganz klar dran, ist an der Zeit zu räumen und rauszugehen. Da gehe ich als letztes hin. Oder ich gehe, bevor ich nach Kalkstein gehe, gehe ich vielleicht dahin. Dann müsste ich jetzt zu Boxfleisch. Dann müsste ich jetzt aber auch noch zahlen, ne? Dafür. Hoch ins Zahlen, um reinzukommen. Sucht ihr was? Na gut, kommt rein. 20 Ohrens, egal. Was wollt ihr? Wollt ihr die Wahrheit über die Salamandra hören? Ich bin ganz Ohr. Jemand wollte, dass ich glaube, ihr führt die Salamandra an. Und ich dachte, ihr kommt von den Salamandra. Das ist interessant. Die würden mich liebend gerne loswerden. Sie haben versucht, mich zu vergiften und mehrere maskierte Arschlöcher geschickt, um mich zu ermorden. Aber für Onkel Boxfleisch hat's nicht gereicht. Ich dachte, ihr wäret ihr nächster Versuch. Ich weiß, dass ihr gegen die Salamandra kämpft. Ich jage sie auch. Yavet will mein Geschäft übernehmen. Er beschloss, mit den Mädels anzufangen. Wisst ihr warum? Obwohl er Serikanien schon vor Jahren verließ und zum Magier geschult wurde, ist er tief drinnen doch ein irrer Wilder geblieben. Versteht ihr jetzt? Eigentlich nicht. Er wird von seinen Instinkten beherrscht, denkt mit seinem Schwanz. Und er hat ein paar merkwürdige Fetische, steht auf Feuer. Meine Mädchen haben eine Heidenangst und die sind nicht so leicht einzuschüchtern. Danke. Das hilft mir weiter. Kein Problem. Bis dann. Okay, dieses Gespräch war wirklich interessant. Das hat die Autopsie bestätigt. Dass er ohne irgendwas zu sagen direkt drauf zukommt. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Erst zum Detektiven, dann zum Kalkstein. Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ja? Ich habe die Ergebnisse der Autopsie. Und? Es war Kalkstein. Da bin ich mir sicher. Woher wisst ihr das? Wegen der Leberzirrhose. Die Messerstiche waren lediglich ein plumper Versuch, die wahre Todesursache zu vertuschen. Also war es Gift. Aber wieso seid ihr so sicher, dass es Kalkstein war? Veränderungen in den Augäpfeln. Typisch für alchemistische Gifte. Ihr habt wohl eure Hausaufgaben gemacht. Auf jeden Fall. Kommt später wieder. Ich werde diese Informationen auswerten. Merkwürdig. Gut, okay. Oh, da war noch was. Stand noch was. Hab ich übersehen. Tja, hilft jetzt eigentlich nur eins. Kalkstein war hier. Oder haben wir noch was anderes?
frage mich, wenn wir... Können wir uns dann teleportieren noch? Da legt die sich gerade hin. Glaube nicht. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ich hatte geargwöhnt, dass ihr mit Jahwe zusammenarbeitet. Ihr haltet mich für den Anführer der Salamandra? Ich lach mich tot! Ich bin ganz sicher, mit dieser Maske des Gelehrten haltet ihr mich nicht zum Narren. Ihr seid ein Narr, Geralt. Das war alles? Das war alles? Boah, habe ich mir irgendwie mehr erhofft. Oh, nach unten wollte ich nicht. Ich habe mir echt mehr erhofft. Ja. Ich glaube, da müssen wir mal zum Friedhof. An der kommen wir gar nicht hin, wir müssen zu Thala, ne? Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Könnt ihr mich in den Friedhof reinbringen? Ich kann alles Mögliche machen. Aber mir ist gerade nicht danach. Wie kann ich euch umstimmen? Diese verdammte Ermittlung fängt an, lästig zu werden. Beweist meine Unschuld. Wir sehen uns später. Das ist doch echt kacke. Tja, dann haben wir das Gespenst kaputt. War richtig. Der hat gesehen, schubst er ihn einfach weg. You
Wie hat er da zugeschlagen? Er hat die Schwertspitze genommen und schlägt mit dem Griff zu? Mittags am Friedhof, jo.